Ach, trotz anstehendem, ihr seht das hier oben, Halloween-Event ist mir irgendwie total langweilig zurzeit. Aber warum das so ist, das schaut euch einfach mal an. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht das hier. Ich habe unser oder mein Stream-Maskottchen hier mal heute positioniert. Das hat aber auch einen Grund, denn ich muss einfach mal drei Dinge kurz am Anfang klarstellen. Also, das erste Ding ist, ich habe meine Friends-List komplett geräumt. Also, wer sich jetzt nicht mehr als Freund von Thorsten betrachtet, ihr seht das hier. Ich habe nur noch so ein paar Freunde, die jetzt auch ein bisschen was machen. Das betrügt nichts. Ich habe die Friendslist einfach mal geräumt, ja, um sie natürlich wieder vielleicht mit neuen Leuten oder mit bekannten Leuten wieder zu füllen. Also denkt euch da nichts bei. Ich habe sie einfach mal bereinigt und hoffe, dass ich neue Freunde gewinne oder auch die gleichen Freunde. Eigentlich ist es mir relativ egal. Wir werden wieder Freunde im nächsten Stream oder in meinen Videos. Also lasst euch davon nicht abbringen. Und das Zweite ist eigentlich, ja, ich lese einfach jetzt mal einen Kommentar vor, während wir aber, ich gucke mal eben nach da, denn der, jetzt müssen wir eben schauen, der FIFO hat eben schönen Angriff gepostet. Während wir hier einen schönen Angriff vom FIFO sehen, lese es einfach mal vor. Toto wurde aus dem Clan True Warriors 2 gekickt. Ich war 5 Tage in Hamburg und die haben mich dann im CK mit reingenommen und die wussten nicht, dass ich in Hamburg war, darum haben die mich gekickt. Kannst du denen das sagen? Oder kannst du das denn sagen? Ja, das kann ich denen sagen, aber ich bin nicht der Leader vom True Warriors 2 Clan. Ich muss mal eben nach hier schauen, denn hier ist gerade mein Bild, damit ich ein bisschen in die Kamera gucke für euch. Ich bin nicht der Leader vom True Warriors 2 Clan. Das regeln da ganz, ganz andere. Ich bin da ja eher, ich will nicht sagen selten, ich bin anwesend, ich quatsche mit den Leuten, ich mache ein bisschen was. Aber ich treffe kaum Entscheidungen dort. Ja, auch wenn ich da Co-Leader bin mit meinen beiden Chars, die da sind. Also, wenn ihr dort Probleme habt in True Warriors 2, dann müsst ihr das irgendwo selber regeln. Das kann ich nicht regeln und ich schnappe diese Kommentare auf und denke natürlich, oh, wieder ein Abonnent weniger, ja, weil der Toto so böse ist. Jetzt nehmen sie nicht mehr auf. Was soll ich machen? Er heißt übrigens Endercrafter, ist einer aus meinen Streams eigentlich ein ganz treuer Zuschauer. Deswegen habe ich ihn hier auch heute für ihn positioniert und ich nehme ihn jetzt mal weg, damit ihr nicht verwirrt seid. Also einfach nur mal zur Klärung. Und die nächste Klärung ist so eine Sache von gestern, denn ihr wisst, dass ich mit einem YouTuber relativ eng verbunden bin und wir quatschen relativ häufig im Teamspeak. Also da geht es dann auch nicht mehr nur ums Spiel, da geht es auch mal um so ein paar private Sachen. Wir testen dann einfach mal was, wir quatschen auch einfach mal nur ein bisschen. Und ganz, ganz abseits auch vom Game hier. Und da ist wohl gestern dann, also am Sonntag wohl, eine Aufnahme kurz mal online gegangen. Da gab es dann auch Kommentare rauf und auch ein paar Views. Also wer es gesehen hat, den bitte ich einfach um Stillschweigen. Vergesst das, was ihr da gehört habt. Das war halt meistens privates Gequatsche, obwohl wir was gesehen haben da. Aber letztendlich war es ein Versehen. Ich hab demjenigen dann noch irgendwann getippt, du, da ist gerade was live gegangen. Das war einfach ein Versehen. Das müsst ihr uns auch mal nachsehen. Und ist einfach so unter uns normalen YouTubern hier, da tauscht man sich aus. Und ihr wisst, dass ich mich mit dem Sky, mit dem Olli auch sehr, sehr gut verstehe. Also von daher. Und der Melo war übrigens auch mit dabei. Also das ist auch so ein Übeltäter, aber er ist total nett und total funny, kann ich euch sagen. Also ihr glaubt nicht, dass ihr hier oben in den Top-Players in DE, im Moment glaube ich auf Platz 11 oder 12, der Melo hier, das ist ein ganz, ganz lieber, der ist fürchterlich nett und mit dem kannst du wirklich gut quatschen. Und ja, ich versuche natürlich so ein bisschen Tipps und Tricks abzugreifen. Aber warum ist mir eigentlich noch langweilig? Ja, ihr seht das hier, meine kümmerliche Base hier wartet nur darauf, Rathaus 11 zu werden. Und mit meinen anderen Charakteren, also heute hat auch mal einer geschrieben, sag mal, wie viel Level 100 plus Dörfer hat deine Familie? Ja, meine Familie hat noch einige andere Dörfer, ja, das stimmt.
aber keiner aus meiner Familie spielt Clash of Clans. Ich bespiele hier alle Accounts, so gut es eben geht und so gut es eben geht. Das ist an der Stelle auch mal, ja, ich habe sie alle in die Langeweile gespielt, denn meine, ich darf mich jetzt nicht versprechen, denn meine euch bekannten Rathaus 9er sind alle maxed out. Maxed out von der Defense, maxed out von den Truppen, aber noch nicht maxed out von den Helden. Das heißt, ich habe mit allen drei Neunern, die ihr kennt, nur noch die Helden zu leveln. Und das natürlich tut, also ich find's ja selber total langweilig. Ich mache ja mit denen normale Angriffe so tagsüber abends und farme nur Dunkles, ja, für die Helden, denn nur noch die habe ich dort offen. Der Avatar ist, wird heute Abend, glaube ich, da wird der King 29 und bei den anderen beiden sind es jeweils 26er Queen und 25er King, glaube ich. Ihr hört das, ich weiß es gar nicht ganz genau, weil ich sie halt doch eher selten bespiele, meistens in den CKs. Und deswegen ist mir auch da ein bisschen langweilig und auch hier so, naja, mein Gott. Aber schöner Angriff hier vom Jennek, denke ich mal, auf den Abdal. Und eigentlich wollte ich euch an dieser Stelle den CK, den vorletzten CK eigentlich zeigen. Aber uns kam eine Wartung zuvor. Und ich habe das ganz, 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 ganz früh morgens schon, also wirklich, das war noch wirklich früh morgens, auf oder bei All Clash gelesen, dass es das Halloween-Update gab. Aber das war gar kein Update, was jetzt wirklich ein Update war, sondern das konnte man sich optional schon mal vorab runterladen. Das ist nämlich nur das Halloween-Bild gewesen am Anfang. Und das Halloween-Theme, also dieses ganze Soundpack rundherum, also wieder diese gruselige Musik und so weiter, mehr war es nicht, denn während dieser Wartung, ich habe es auch vorher schon gelesen, ihr seht, wir haben leider den letzten CK verloren, konnte ich euch aus diesem CK hier leider gar nichts mehr zeigen, nicht eine einzige Attacke, also alle leider ausgelaufen, ist eigentlich sehr schade, denn genau den haben wir gewonnen, aber wir haben den letzten, ja, haben wir leider verloren. Auch nicht schlimm, wir haben uns super geschlagen hier mit 70, 68, das war eine ganz knappe Kiste. Und wir können auch mal reinschauen, was ich auch hier noch gerade so vielleicht mitbekommen habe. Also so ein paar Kämpfer haben wir hier noch, denn wir haben ja auch sehr, sehr spät, muss man dazu sagen, angegriffen. Also einige, weil das war wieder ganz, ganz taktisch lastig. Die Kollegen aus Indonesien, also der Osion Squad KTG Clan, Glückwunsch schon mal nach dort. Hat auch taktisch gut agiert, hat gut angegriffen und wir haben ja aber trotzdem, finde ich, noch ganz gute Angriffe gehabt an der Stelle. Hier von der Freya, die im Moment zu Gast, oder die ein CK hier zu Gast war, ist also eine mir bekannte Memberin, so will ich es mal sagen, die einfach mal ein bisschen andere frische Luft geschnuppert hat, das mache ich ja auch. Und zumal wir dann ja auch jetzt nicht so ein schlechter Clan sind, ja, also, und so ein Char hier im Rathaus Level 9 Bereich würden wir mein Lebtag hier nicht ablehnen, und deswegen war es mir natürlich, also es war mir eine Freude, dass die Freya hier war. Sie kommt aus dem Clan Mean Machine, dort war ich ja einige CKs lang, also ich war, glaube ich, mit dem Avatar relativ lange sogar da, und ja, sie hat ja einfach mal vorbeigehört, hat gesagt, du Leute, ich will mal ein CK ganz woanders mitspielen. Denn sie plant auch sehr viel und setzt sich ganz, ganz stark für den Clan ein und wollte jetzt einfach mal sich wieder ein bisschen leiten lassen. Ja, einfach mal sich selber gesagt bekommen, Freya, mach mal bitte die und die Base. Das ist auch mal wieder was ganz anderes und das finde ich absolut in Ordnung. Und es freut uns natürlich auch, wenn es nur für ein CK ist. Das ist egal. Sie hat hier super abgeliefert, tolle CK-Kämpfe hier gezeigt, obwohl sie vorher skeptisch war, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ich so gut bin, das spielt überhaupt keine Rolle. Gut oder schlecht spielt hier keine Rolle, hier steht der Spaß nach wie vor im Spiel, Vordergrund, und den haben wir hier auch in diesem CK, haben wir hier überhaupt nicht den Kopf hängen lassen, auch wenn wir verloren haben. Letztendlich zählt für uns, dass wir gut gespielt haben. Ja, also wir haben hier nicht den Kopf in den Sand gesteckt und wir haben alle unsere Angriffe gemacht. Das ist auch sehr lobenswert hier. Auch als es 70-68 stand, hat noch der letztejenige seinen Angriff gemacht auf noch eine offene Base, wo man noch drei holen kann, wenn auch utopisch.
Macht aber nichts. Und deswegen, also mich freut das, wenn dann alle hier angreifen, immer noch guter Dinge sind. Ich meine, ich hab hier auf 2,95, glaube ich, gut abgeliefert. Diesmal tatsächlich ist er auch für mich sehr, sehr unüblich. Ich habe das hier auch in der Runde dann gesagt, ja, ist mir mal gut gelungen. Also hier waren es wieder so, das war wieder eine kleine Engineering-Truppe. War keine große Engineering-Truppe. Es fiel zwar mal das Wort, ja, wenn die ihre Engineering-Bases nicht gehabt hätten, dann wären die nicht so gut gewesen. Aber ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, wer hier von dem Gegner eine Engineer-Basis hatte. Die haben nicht gut angegriffen mit den Accounts, muss man so sagen. Denn der hier ist ja ein 9,5er und hat mit seinen eigentlich Rathaus 10 Geschichten und Truppen auch nur zweimal 2 Sterne bei 9ern bei uns geholt, ja. So muss man sagen. Deswegen, ja, so richtig Engineers war es hier nicht. Das war schon gut auf Augenhöhe. Ich meine, das ist auch ein Clan-Level, ist auch ein 13er, ne. Also die sind auch nicht umsonst dahin gekommen, haben ähnlich viele CKs wie wir gespielt und gewonnen, verloren. Also von daher, ja, ich habe mich hier für eine Armee entschieden mit Minern diesmal oder überhaupt mit Minern. Ich habe beide Angriffe komplett mit Miner gemacht, auch den ersten, denn im Moment ist das meine CK-Truppe. Ich bin im Moment vom Ranking her, was CK angeht, immer so ein bisschen nach oben angesiedelt, aber unsere Leute oben sind im Moment relativ stabil und gut. Deswegen kann ich mich so ein bisschen in diese Midrange orientieren und habe auch tatsächlich als erstes einen 15er gemacht, also auch einen 9,5er, aus dem ganz einfachen Grund. Auch wenn einer gemeckert hat, so nach dem Motto, boah, Toto, 7 auf 15, was machst du? Ja, aber ich meine, das war ein 10er Dorf mit ein bisschen 10er Dev, das schafft bei uns kein 9er. Und deswegen habe ich mir im ersten Angriff gedacht, machst du da mal erstmal 3. Da war ich mir auch relativ sicher. Bei diesem hier war ich mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, der Funnel ist mir ganz gut gelungen hier. Ich habe hier links übrigens die Clanburg Miner gesetzt, denn hier war der Funnel noch nicht so gut, aber in der Mitte gehen King und Queen ganz gut durch zusammen. Jetzt also voll im Mix hier. Queen, King, paar Bogenschützen, ein paar Barbaren und auch die Miner an der Stelle hier. Und die Clanburg Miner habe ich dann außenrum rennen lassen, denn außen waren heftige Gebäude zu machen. Clanburg und die Lager hier. Also das war schon, es war nicht einfach, muss man fairerweise sagen. Entschuldigt, dass ich eben mal husten musste. Ja. Also, und hier gab es dann auch noch am Ende die beiden Magiertürme waren aber nicht mehr so schlimm. Jetzt kommen die Miner nämlich von beiden Seiten und der kann ja nun auch nur zu einer Seite schießen. Glücklicherweise hat Supercell das noch nicht geändert, dass die zu mehreren Seiten schießen können. Also war es hier, denke ich mal, ein ganz solider 3-Sterner auf diese Base und ich muss hier immer hier in die Sachen hier rein, weil bei uns der nächste Clan natürlich schon mal wieder läuft. Und wir haben uns allerdings, ja, das ist ein bisschen schade, dass der, wo ist er eigentlich hier? Wer hat denn noch vor mir angegriffen? Ah, hier hat er, der Arthur hat noch vor mir angegriffen, denn das hätten 3 sein müssen. Und leider hat er ein bisschen vor mir angegriffen. Deswegen war auch mein Angriff da an der Stelle eigentlich schon ein verlorener Angriff, aber ich wollte ihn einfach gut machen. Einfach gut machen für den Clan hier, für mein Ego natürlich auch, denn ich bin, das wisst ihr selber, nicht so der Heiland, was Rathaus 10er gegen 10er oder gegen 11er Angriffe angeht. Und ich denke mal, jeder 10er ist froh, wenn er einen 9,5er machen kann oder einen 9er. Aber der Arthur macht das hier sehr, sehr gut. Er hat zwar dann gesagt, ja, meine Queen, die lief ja erst nicht so schick. Stimmt auch. Die kriegt nämlich gleich einen Fernbeschuss hier. Und ich muss gleich unbedingt was trinken. Ich laber schon wieder, meine Herren. Und deswegen ist das hier ja so ein bisschen zu Anfang ja, nicht ganz so optimal gelaufen. Ja, aber oft auf der Base hier, das ist auch das Kuriose, da war ein Stern mit 95% vom Gara. Und der hat halt in der Mitte nur ein, zwei Gebäudchen nicht geschafft an der Stelle. Aber der, denke ich mal, ja, der King Arthur macht das hier schon viel, viel besser.
So, hier muss ich doch mal gerade einen Schnitt reinbringen, weil ich ein bisschen was trinken musste. Das mache ich dann in der Regel nur im Livestream vor der Kamera. Und ja, apropos Livestream, komme ich gleich noch zu. Also ihr habt das gestern gehört, wenn oder warum ich am Wochenende nicht live gestreamt habe, aber ich habe natürlich so ein bisschen was im Plan. Da müsst ihr mir gleich noch ein bisschen ganz, ganz genau zuhören. Also wer hier relativ weit bis zum Ende diese Folge schaut, der bekommt das auch mit und weiß in etwa, was ich meine, hoffe ich mal so. Also ich plane so ein bisschen was, denn ich möchte ja mit euch auf Clan Level, auf Rathaus Level 11 gehen. Entschuldigt bitte, auf Rathaus Level 11 gehen. Und das geht natürlich nur, wenn ich zeitgleich irgendwo einen Stream starte. Ja, wie mir das Ganze gelingen soll, weiß ich noch nicht. Entweder warte ich ganz, ganz lange oder aber ich mache das zeitgleich mit euch. Da müssen wir mal schauen. Oha, was ist denn eigentlich hier hinten? Ah, okay. Eieiei, was ein komischer Angriff. Ich sehe den jetzt auch das erste Mal hier. Und, da hinten hat er noch Valkyren. Ei, die habe ich jetzt ganz, 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 ganz verschätzt. Die schnappen sich hier die komplette Mitte. Ah, das ist natürlich super. Donnerwetter. Und woran hat es denn eigentlich gescheitert? Ich meine, die Valkyren, da sind alle Valkyren noch am Leben. Und die Queen ist noch da, kriegt noch Heilung. Ja, die kriegt noch Heilung, aber reicht das? Ja, das reicht noch gerade so. Oh, die Bombe. Scheiße. Eieiei, die Bombe. Okay. Ah, jetzt weiß ich, woran es gescheitert ist. Schade, Mann. Echt schade, aber der Arthur ist ein toller Angreifer hier. Ich bin froh, dass er wieder da ist. Seit 1, 2, 3, 8 Wochen hier. Und ist hier eine totale Bereicherung. Also, schönes Ding hier. King Arthur und leider trotzdem 70, 68 verloren. Das macht überhaupt nichts. Wir haben uns wirklich toll geschlagen hier. Wir sind auch nur Menschen, wir sind auch nur Spieler. Und wenn ihr das auf der gegnerischen Seite seht, ja, ich kann es euch leider nicht mehr zeigen. Ja, ich meine, Norman hat hier die 1 auf 3 gemacht. Auf 3. Das ist dann schon mal so ein bisschen so ein... Boah. Ja? Und der Rest ist ja auch nicht schlecht hier oben. Aber die Kollegen von drüben haben halt 1, 2 Zehner mehr gemacht hierbei. Hier auf unserer Seite. Und das hat denen letztendlich gereicht. Aber ich komme jetzt noch mal kurz auf den Stream zurück. Also mein Labor läuft noch 9 Tage und 12 Stunden. Wir haben jetzt Montagabend 21.14 Uhr. Also ihr seht, ich nehme immer sehr, sehr spät auf. Und wir haben noch 9 Tage, 12 Stunden. Ich habe gesagt, nach 7 Tagen starten wir das Rathaus hier auf Level 11. Und das würde ich ja gerne mit euch machen. Das kann ich nur mit euch machen, wenn ich es live mache. Also ich müsste letztendlich in 2 Tagen Livestream. Oder in 2 Tagen. Oder in 2,5 Tagen. In 2,5 Tagen haben wir allerdings Donnerstagmorgen. Da habe ich keinen Bock mit euch live zu streamen, da muss ich leider arbeiten, aber ich kann euch anbieten, es gibt ja einen schwedischen Hersteller, der nennt sich Ikea, glaube ich, und dort gibt es immer eine Mitsommernacht, also ich kann euch hier anbieten, ein Mitstream mit euch zu machen, also mal so wie andere YouTuber es machen, schreibt mir einfach ein Hashtag Mitstream in die Kommentare. Und je mehr es werden, desto mehr sind wir dran, hier an einem Mittwoch mal einen Stream rauszuhauen. In diesem Stream werde ich sicherlich mein Rathaus anhauen, werde mit euch ein bisschen CK gucken, ein bisschen CK machen, was auch immer. Ihr kennt mich, wer meine Clash of Clans Folgen kennt oder auch die Streams kennt. Ich denke mal, das ist immer ein bisschen was zu gucken, ein bisschen was zu labern. Aber ich werde hier auf jeden Fall auf Rathaus Level 11 gehen. Also Hashtag Mitstream, ich blende euch das jetzt auch mal, ich vergesse es auch nicht, mal kurz ein. Und wenn ich richtig, richtig satte Kommentare dort finde, die diesen Hashtag drin haben, dann mache ich das möglich. Wie auch immer, das könnt ihr dann gewiss gespannt sein. Und bis dahin, euer Toto. Clash.